Morgen, da kommt der Frühling zumindest mal ganz kurz bei uns vorbei und sagt Hallo mit bis zu 24 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am Sonntag, am Pfingstsonntag und damit erstmal schöne Pfingsten. Dieser kurze Frühling wird allerdings nicht lange anhalten und wird dann schon bald wieder von wechselhaftem Wetter abgelöst mit vielen Schauern und auch mit einigen Gewittern. Das schauen wir uns genauer an. Zunächst, da schauen wir aber nochmal auf den Sonnenschein heute. Und da sehen wir schon, da war nicht viel mit Sonnenschein dabei heute. Am meisten Sonne hat Berlin abbekommen mit bis zu 6 Stunden. In Stuttgart, da waren es nur 1,5 Stunden. Also Sonnenschein, der ist auf jeden Fall im Moment noch gesucht und vermisst. Morgen, da wird dann's etwas auflockern und wir bekommen zumindest in der Mitte und im Osten etwas Sonnenschein. Da sehen wir aber auch schon, wie dieses Wolkenband heranzieht und dann danach viele Wolken immer wieder über Deutschland hinwegziehen werden. In der kommenden Nacht, da sind dann auch schon einige Wolken mit unterwegs, vor allem in der Mitte. Da können wir dann aber häufig auch die Sterne sehen, wie sie vom Himmel strahlen. Dazu gehen die Werte dann auf 10 bis 2 Grad zurück. Besonders kühl wird es an den Alpen und im Westen, da bleibt es verhältnismäßig mild. Und dann am Pfingstmontag, da kommt dann eben ganz kurz einmal der Frühling vorbei. Also vielleicht schön, um einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen oder vielleicht auch den Grill rauszuholen. Und das besonders im Osten, hier kann sich auch längere Zeit die Sonne zeigen, bei bis zu 24 Grad. Aber auch am Oberrhein und im Rhein-Main-Gebiet, da wird die 20-Grad-Marke überschritten. Im Süden sind einige Wolken unterwegs, in der Mitte, da kann sich vor allem am Morgen nochmal die Sonne zeigen. Dann kommen aber die dichten Wolken von Nordwesten her hereingezogen. Und dann am Dienstag, da sehen wir schon, da geht es nicht mehr so freundlich und frühlingshaft weiter. Einige Schauer sind mit dabei, zwischendrin wird es auch immer mal auflockern, dann kann sich auch die Sonne zeigen. Gewitter, die werden auch mit von der Partie sein, allerdings eher selten im Vergleich zu den Schauern. Und das dann bei Temperaturen von nur noch bis zu 18 Grad. Am Mittwoch, da kommen die Werte dann immerhin schon wieder auf bis zu 19 Grad voran. Auch hier sind wieder einige Schauer mit dabei, Gewitter weiterhin nicht ausgeschlossen und selten, da kann sich die Sonne zeigen. Also erstmal gar nicht frühlingshaft, am Donnerstag ebenfalls dann reichlich Schauer. Eben vor allem im Süden, da wird es eher trocken bleiben, aber hier sind auch reichlich dichte Wolken unterwegs und das bei Werten von bis zu 19 Grad. Schauen wir aber mal, wie es danach weitergeht und wo der Frühling denn eigentlich bleibt. Schließlich ist ja am 1. Juni auch schon der meteorologische Sommeranfang. Und wenn wir hier einmal auf die Ensemblevorhersage von den 2-Meter-Temperaturen am Oberrhein schauen, da sehen wir, dass die doch so langsam aber sicher ein wenig in die Höhe klettern tendenziell und dass dann vor allen Dingen zum letzten Wochenende im Mai auch schon wieder Temperaturen von um die 20 Grad durchaus in Sichtweite kommen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video doch gerne den Daumen nach oben da und klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Habt wunderschöne Pfingsten.